Diese Forschung bietet Ländern mit hohen Temperaturen eine Lösung für den eigenen Gemüseanbau. Dazu entwickelt das Andalusische Institut für Landwirtschaft und Fischereiforschung zwei Gewächshausprototypen. Va a permitir que las producciones en zonas cálidas, zonas áridas y o zonas semiáridas se pueda ampliar la producción. Pensamos que puede ser fundamental para países como los del Golfo, ¿no? Que tienen climas muy extremos. Kühlung ist der Schlüssel. Aus diesem Grund ist der Prototyp offen und verfügt über eine auswechselbare Abdeckung, in der un motor enrolla el plástico en un eje y tira. Tira de una malla, de manera que toda la cubierta del invernadero se convierte en una ventana. Und ein weiteres verschlossenes oder halb verschlossenes System mit einer Kühleinheit. Enriquecer con CO2 y aumentar la producción. Sie gleichen das CO2-Niveau aus, das niedriger ist als das optimale Niveau für eine korrekte Entwicklung des Gemüses. Länder mit extremen Hochtemperaturen werden dann Tomate, el pimiento, pepino. Bisher müssen sie diese Produkte noch importieren. Einige dieser Gewächshäuser wurden aber bereits am Persischen Golf aufgebaut.